Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute mache ich ein Video für euch, in dem ich mich nur mit Drogerieprodukten schminke. Und ich werde euch in diesem Video meine Drogeriefavoriten zeigen. Produkte, die ich immer wieder nachkaufen werde, weil ich sie wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich werde ein bisschen was dazu sagen. Lasst uns einfach mal anfangen. Ich habe die Preise zu den Sachen jetzt nicht recherchiert. Ich werde sie euch alle hier unten einblenden. Und ich werde euch alle Produkte, die ich benutzt habe, in die Infobox schreiben. Und ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, weil ich will ja auch, dass ihr Spaß habt, was euch besser gefällt. Ob ihr es besser findet, wenn ich euch die Produkte zeige, mache ich erst sowieso und den Preis sage oder wenn ich es einfach unten nochmal einblende. Schreibt mir das bitte auch gerne in die Kommentare, damit ich meine Videos so ein bisschen euren Bedürfnissen anpassen kann. Als erstes benutze ich einen Primer, das ist von Maybelline Master Prime. Davon habe ich sogar fast alle Primer, die kann ich mega gut empfehlen. Diese Master Prime Primer von Maybelline, das hier ist jetzt so ein rosaner, der macht, wenn du so tot aussiehst wie ich, der macht so ein bisschen, dass du so strahlst, sag ich mal. Kannst du auch ohne irgendwie Make-up danach benutzen, als crememäßig, um wacher auszusehen. Pinselmäßig benutze ich fast nur Drogeriepinsel. Dann benutze ich jetzt von Catrice so eine Camouflage-Creme. Die benutze ich einfach, um ein paar Sachen hier abzudecken. So Narben, Hautverfärbung, einfach nochmal ein bisschen drüber. Ich habe hier unten einen Pinsel, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Was laber ich? Ich habe hier unten einen Spiegel. Da muss ich mich auch nochmal dran gewöhnen, da immer reinzugucken, sodass ihr besser seht, was ich hier denn so mache. Ebenso benutze ich für meine Augen Schatten. Ich habe nämlich Augenverfärbung und Augenringe und die Verfärbung kriegst du nicht weg. Von Maybelline Master Camo, ein Color Correcting Pen. In Rot. Manche benutzen roten Lippenstift. Das finde ich hammerdumm. Der hat hier so ein Ding. Muss man aufpassen. Meistens klatsche ich irgendwie zu viel drauf. Mit diesem Pinselkram mache ich einfach, verteile ich das. Ihr müsst euch auch nicht schminken wie ich. So, ich glaube, mega krasse Profis schminken sich nicht so wie ich. Aber ich schminke mich einfach so, wie ich das am besten kann und wie es am besten funktioniert. Von diesen Master Camo Pens gibt es auch noch mehr. Guck mal, ich sehe aus wie Scheiße. Was ist das? Aber ich benutze halt gerne Rot. Das klopfe ich jetzt mit einem feuchten Beauty Eye ein. Das ist jetzt von Real Techniques. Den feiere ich nicht so doll wie den originalen Beauty Blender, aber benutze ihn. Und Rot soll einfach helfen, dass man die Schatten nicht so sieht. Den von Real Techniques benutze ich halt wirklich für so einen Schweinkram. Hier seht ihr ja, ne? So Rot. Klopfe es ganz gut ein, damit es nicht zu krass mit meinem Make-up gleich verschwimmt. Weil das ist schon schwierig, sowas Rotes zu kaschieren mit deinem Make-up, ne? Vor allem, wenn es jetzt nicht krass deckend ist. Das hier unten arbeite ich auch ein. Jetzt haue ich nochmal ein bisschen Concealer über das Rote. Das ist auch von Maybelline, der Löscherauge. Das ist einer meiner Lieblingsconcealer. Ich glaube sogar der Lieblingsconcealer aus der Drogerie. Das hier ist jetzt so ein Ton. Welcher ist das? 05 Brightener. Der hat so einen rosa Touch, damit du auch nochmal wach aussiehst und sowas. Ihr seht, ich sehe echt aus wie so eine Leiche. Der hat hier so ein Ding, da muss man drehen. Da war ich am Anfang mega zu dumm für. Dann füllt sich dieser Schwamm mit dem Concealer. Klatscht da einfach so ein bisschen drauf. Nicht zu viel. Bei mir ist es jetzt sogar schon ein bisschen zu viel. Den arbeite ich mit meinem anderen Beauty Blender ein, den ich nur für Foundation und so benutze. Also es gibt auch so Beauty-Eier von Ebelin und dies und das, aber ich setze da schon auf das Originalprodukt. Ich meine, das hier kostet 20 Euro, hammer teuer für so einen Schwamm, aber ich kann mit den anderen nicht so gut arbeiten. Ich glaube, wenn man jetzt nicht so krass und oft sie schminkt und auch teurere Sachen benutzt, kann man auch mit dem von Ebelin und so arbeiten, aber ich bevorzuge einfach den originalen Beauty Blender. Auch alles schön eingetupft. Jetzt nehme ich Foundation und da kann ich diese beiden sehr empfehlen. Das hier ist für normale bis ölige Haut und das hier für normale bis trockene. Ich habe sehr trockene Haut, ich benutze trotzdem beide. Das ist von Maybelline, die Fit Me Reihe. Das sind wirklich sehr, sehr tolle Make-ups, auch die werde ich beide verlinken. Und ich nehme heute mal den matten Look. Pack mir das einfach so auf den Handrücken, verteile das hier so. Erstmal überall so ein bisschen. Ich werde das hier gleich einarbeiten. Den Bereich der Augen mache ich nur ein bisschen, weil da habe ich ja schon Concealer und das andere drauf. Weil wenn ich zu viel schichte, sieht das so cakey aus. Sprich, das geht so in die Falten und das sieht so ganz komisch aus. Das wollen wir ja nicht. Das arbeite ich jetzt auch alles mit dem feuchten Beauty Blender ein, damit das irgendwie schön mit der Haut verschmilzt, damit das Make-up gut aussieht. Weil jetzt sieht es ja noch ganz komisch aus, einfach so mit dem Pinsel verteilt. Deswegen arbeite ich das einfach gerne nochmal mit dem Beauty Blender ein. So, ich möchte gleich mein Gesicht konturieren und dafür werde ich pudrige Produkte nehmen, aber meine ganze Fläche ist jetzt ja noch feucht, deswegen nehme ich jetzt ein transparentes Puder, damit ich mein Make-up nochmal so ein bisschen fixiere und damit diese pudrigen Produkte, mit denen ich gleich arbeite, nicht so fleckig aussehen, was sie tun würden, weil es jetzt ja flüssig ist. Dafür nehme ich auch von Maybelline Fit Me das Matt Poreless transparente Puder. Nehme einen fluffigen Pinsel und verteile es über mein ganzes Gesicht. Das mache ich so ein bisschen tupfend.
Zum Konturieren nehme ich von Trended Up das Face Contouring Set. Das soll sehr, sehr krass sein. Ich finde es auch sehr, sehr gut so. Außer Drogerie im Bereich so unter 10 Euro ist das eigentlich so mein Favorit beim Konturieren. Da hast du einen Highlighter. Das ist aber nicht wirklich ein Highlighter, weil er glitzert nicht. Also es ist eher so, um Stellen aufzuhellen. Es ist ein Bronzer und es ist so ein Konturpuder. Ich nehme das Konturpuder. Das ist nämlich schön aschig und zauber mir so ein bisschen Schatten ins Gesicht, damit mein rundes Gesicht schön schlank aussieht. Ich nehme jetzt nochmal das helle Puder und gehe drunter und drüber, um das nochmal hervorzuheben. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied schon sehen könnt. Ich hoffe, es sieht in der Kamera nicht fleckig aus. Es sieht nämlich aus, als wäre es ein großer Balken, aber wartet ab, bis alles fertig ist. Aber seht ihr, dass das Gesicht hier, diese Hälfte, schon viel schmaler und schlanker aussieht als die? Da kommt gleich noch Rouge, bla bla bla. Nun nehme ich Rouge und da sind die hier echt toll von Max Factor. Das hier ist die Farbe 15 Seductive Pink. Die haben sehr, sehr schöne Blushes. Die sind auch nicht zu pink und zu komisch, sondern einfach ein schöner, süßer Touch von Farbe. Von Farbe in deinem Gesicht. Weil dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit so Foundation raufgeknallt habe, nehme ich meinem ganzen Gesicht ja seine natürlichen Schatten und sowas. Und die klatsche ich jetzt wieder drauf, damit ich nicht aussehe wie so ein sonst was, sondern wie ein Mensch. Jetzt nehme ich ein wenig Bronzer. Das ist von Astor. Der Natural Sun Bronzer. Und zwar ohne Glitzer. Das finde ich sehr, sehr gut. In der Farbe 03 Terra Sun. Für die Augenbrauen nehme ich von Maybelline den Bronzer Ton Augenbrauenstift. So sieht der aus. Den habe ich in Dark Brown. Der ist leider ein bisschen zu hell für meine Augenbrauen, weil ich ja so ein verkacktes Microblading habe. Aber er ist trotzdem ganz gut. Und aus dem Drogeriebereich mag ich die Augenbrauenstifte von Maybelline sehr. Ich muss meine Augenbrauen nämlich nachmalen, weil sonst sieht man diese ganzen komischen Microblading-Spuren. So, für meine Lippen nehme ich von Maybelline Superstay 24 den Liquid Lipstick. Davon habe ich alle Farben und sogar welche aus dem Ausland, weil das ist der beste Liquid Lipstick, den ich bisher kenne, von allen Marken. Krasser als viele. Für 20, 30, 40 Euro kann ich mega empfehlen. Das ist die Farbe 290 Glowing Gourmet. So, den lasse ich kurz antrocknen. Hinten ist so ein Labello, den packe ich gleich drauf, wenn er angetrocknet ist. Also der hält alles aus. Fettiges Essen, Knutschen, bla bla bla. Heftigster Liquid Lipstick ever. Lidschattenkram mache ich gar nicht so viel. Dafür nehme ich jetzt einfach von Maybelline The Nudes Palette. Davon gibt es ganz, ganz viele. Und ich habe alle Paletten davon, weil die im Preis-Leistungs-Verhältnis für Drogerie mega cool sind im Lidschatten-Look. Ich mache einfach irgendwie farblich ein bisschen drauf, damit ich halt freundlich aussehe. Für den Eyeliner nehme ich jetzt von Maybelline den Gel Eyeliner Eye Studio Lasting Drama. So sieht er aus. Das ist ein Pinsel, den habe ich nicht aus der Drogerie. Aber damit kann ich am besten arbeiten. Ich werde euch auch nochmal unten in der Infobox das Video verlinken mit meinen Tipps für einen Winged Eyeliner bei Schlupflidern. Denn wenn man Schlupflider hat, macht man das ganz anders als bei normalen Lidern. Auch das Augen-Make-up und so. Das checken die meisten nur nicht. Aber es ist so, weil du halt diesen Hautüberschuss hier hast. Ja, das ist immer so ein Risiko, wenn man Eyeliner drauf hat. Selbst wenn es jetzt in 3 Minuten, habe ich den hier gemacht, so auf schnell. Und dann Winged Eyeliner drauf. Also, nee, wenn du... Digga, das ist so ein Risiko, wenn du Lidschatten hast und dann Winged Eyeliner drauf klatschen. So, ne? Ich meine, für den Lidschattenkram habe ich jetzt 3-4 Minuten gebraucht. Aber wenn du den Eyeliner dann verkackst, dann war es das auch mit dem Lidschatten, ne? Ohne korrigieren. Ich meine, er ist ein bisschen dick geworden, aber klatscht mal in die Hände. Ihr wisst, was ich für Probleme hatte, ne? Aber ich kann am besten arbeiten mit diesem Pinsel. Guck mal, so sieht der aus. Das hier ist von Make Up Forever, der Pinsel 260. Ich glaube, der kostet 20 Euro oder so. Den gibt es bestimmt auch günstiger. Aber mit dem kann ich am besten arbeiten bei Eyeliner-Kram. Wow, Diggis. Ohne Korrektur. Finde ich schon krass. Ihr wisst, ich habe große Probleme mit dem Eyeliner. Aber... Tada! Sehr, sehr gutes Eyeliner-Gel. Also wirklich, da Bobbi Brown kostet, glaube ich, über 20 Euro. 25 kann nicht mithalten. Wie gesagt, alle Produkte Infobox. Was ist da los, Digi? Bisher keine Probleme gehabt beim Make-up. Was ist denn da los? Bin ich jetzt ein Make-up-Profi? Nein, Spaß. Ich will keinen Teufel an die Wand malen. Bei meinem Augen-Make-up habe ich hier nur 3 Farben genommen. Das ist ja die normale Nudes-Palette. Ich habe den goldenen genommen, den braunen und den grauen hier. Dück, 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 dück. Ich klatsche nochmal ein bisschen grau unter die Augen, damit das nicht so leer aussieht. Ich wollte erst gar keinen Lidschatten machen, weil normalerweise mache ich mittlerweile erst meinen Lidschatten und dann den Rest.
weil das Ganze hier so runter, ja, da hast du halt diesen Lidschattenkram unter den Augen, das ist nervig. Aber ich dachte, ich mache jetzt mal auf spontaner Gangster halt ein bisschen. So, jetzt nehme ich den goldenen Ton hier nochmal und tue ein bisschen in das Innere vom Augenwinkel, um wacher und frischer auszusehen. Und als Highlighter, Diggis, muss ich sagen, habe ich keinen richtigen Favoriten aus der Drogerie. Da habe ich einfach andere Ansprüche, da nehme ich nicht so gerne Drogerie. Highlighter, ich habe jetzt trotzdem eingenommen und zwar von Essence Glow, der Baked Metallic Highlighter. Die sollen sehr, sehr gut sein. Ich mag meine Highlighter eher aus dem High-End-Bereich. Es gibt jetzt keine aus der Drogerie, wo ich sage, oh, die sind super, super, super krass. Ich nehme den hier trotzdem, damit ihr das mal so ein bisschen seht. Das ist die Farbe 02 Like You're Doing What You Love. Tue ich einfach hier ein bisschen drauf, damit ich glitzere und schimmere. Ich meine, für 2-3 Euro geht das völlig klar, ne? Wenn ich mich nur mit Drogerieprodukten schminke, so wie jetzt, nehme ich halt so ein Essence Glow Baked Metallic Highlighter. Sie sind halt nicht so fein, weißt du, aber normal, was willst du für den Preis erwarten? Aber es geht völlig klar, so absolut. Jetzt nehme ich Mascara, da nehme ich von Maybelline die Total Temptation Mascara, die ist auch ganz cool. Wurde mir auch damals von einer Followerin empfohlen, finde ich ganz gut. Wobei, ich habe auch noch keine perfekte Mascara gefunden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr eine empfehlen könnt. Ich habe so ganz kurze, gerade Stummelwimpern. Also ich suche eine, die Länge und Volumen zaubert und das gerne mega krass, ohne heftig Spinnenbeine. Also preismäßig egal so. Ich meine, 50 Euro wäre zu viel, glaube ich. Aber schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also ich habe einige, so wie die hier, wo ich schon sehr zufrieden bin. Ich habe noch nicht die Traummascara, muss ich ehrlicherweise sagen. Der Mascara-Blick, die Frauen kennen das. Bisschen unten noch. Falls ihr Bock habt auf ein Video zu meiner Mascara-Sammlung, schreibt das gerne in die Kommentare. Oder allgemein, wenn ihr so mal nur meine Foundations sehen wollt oder nur meine Highlighter oder nur Konturierprodukte, schreibt das gerne in die Kommentare. Ein Video zu meiner gesamten Schminksammlung ist geplant. Ich muss mal gucken. Eins gibt es schon. Es ist aber ein bisschen älter, weil ich glaube, das wird schon sehr, sehr lang. Also ich kann euch auch gerne mal ein Video drehen, in dem ich euch nur eine bestimmte Sache zeige, die ich ganz oft von verschiedenen Marken habe und euch dann zu den einzelnen, die ich habe, etwas sagen, Vor- und Nachteile und sowas. Also kommentiert gerne fleißig mit, weil ihr bestimmt ja auch so mit meinem Kanal, ne? Ich mache zwar immer nur das, worauf ich Lust habe, normal. Aber bin da auch immer offen für eure Ideen und eure Gedanken. Wenn ich irgendwas verkackt habe, so wie hier unten mit Mascara gegengekommen bin, benutze ich diese Ebelin, glaube ich, Korrekturstäbchen. Die sind vorne ganz flach und hinten so breit. Ein bisschen Spucke dran. Ich bin halt, ich bin hier einfach langsam drunter. Man soll warten, bis der Mascara trocken ist. So, und jetzt nehme ich als Fixing Spray von NYX das Matte Finish Fixing Spray, weil ich habe ja auch eine matte Foundation genommen. Und NYX kriegt man nicht überall. Müsst ihr mal gucken, gibt es sonst online. Es gibt auch noch andere Fixing Sprays. Ich werde bestimmt öfter Drogerievideos machen, wenn ihr Bock drauf habt. Das benutze ich jetzt erstmal und dann sind wir auch schon fertig, Diggis. So, Diggis, das ist jetzt auch schon der fertige Drogerie-Look. Ich bin zufrieden, vor allem mit meinem Augen-Make-up, Diggis. Ich habe 3 Minuten gebraucht. Ich glaube, für dieses ganze Ergebnis hätte ich jetzt so 20, 30 Minuten, zwischen 20 und 30 Minuten gebraucht, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit gesprochen hätte. Ich habe mich auch ganz entspannt, auch langsam geschminkt. Und ich bin zufrieden. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, weil ich habe euch jetzt während dem Video viel gefragt. Deswegen kommentiert bitte gerne fleißig mit, damit ich so weiß, was ihr euch wünscht, was ihr so denkt. Falls ihr welche von den Produkten kennt, schreibt mir gerne, wie ihr sie findet. Falls ihr welche davon kauft aufgrund meiner Empfehlung, schreibt mir gerne, wie ihr sie findet. Mir ist so eine Rückmeldung immer ganz wichtig, ob die Sachen, die ich euch empfehle, die bei mir klappen, auch bei euch klappen. Und ich werde alle Sachen in der Infobox verlinken. Bitte denkt dran, mir zu schreiben, ob ihr das gut findet, wenn ich den Preis einblende oder wenn ich es einfach nochmal sage. Ab jetzt packe ich die Produkte in meine Infobox, so ich will mich ja weiterentwickeln und euch nochmal das Zugucken verschönern. Das ist der Look. Schreibt mir auch gerne, wie ihr ihn findet. So ein auf den. Ja, Diggis, das war es jetzt auch schon mit meinem Drogerie-Favoriten-Video. Und das sind alles Sachen, die ich mir nachkaufen würde, die ich alle empfehlen kann. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.